Ein stürmisches Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer hier beim Domradio. Mein Name ist Micky Nauber, Sänger der Domstürmer, und ihr seid zu Gast bei Tommy Milhome. Einer der Hits der Karnevalssession 15-16 ohne Dom, ohne Ring, ohne Sonnenschein. Die Domstürmer landeten in und der Sänger Micky Nauber ist jetzt bei mir zum Interview. Stürmische Grüße. Ja, einen stürmischen Gruß zurück. Gerade habt ihr euer 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Ja. Und vielleicht kannst du noch mal gerade im Domradio erklären, wieso er eigentlich Domstürmer heißt. Ja, das ist tatsächlich eine wahre Begebenheit. Und die breite Masse denkt gerne mal, die Jungs möchten den Dom stürmen. Das ist aber gar nicht so gedacht. Sondern es gab einen Kölner Geschäftsmann, der war ansässig in der Christophstraße in Köln. Und jedes Mal, wenn der Stress hatte, rannte er Richtung Dom und stellte eine Kerze auf und holte sich so Beistand von oben. Und in der Regel lief natürlich das Tagesgeschäft weiter. Und wenn es dann im Büro geklingelt hat, sagte die Sekretärin immer, ah, der Chef ist nicht da, der stürmt mal wieder den Dom. Und da haben wir gedacht, das ist doch eine schöne Geschichte, so mit der Kraft des Doms im Rücken, sich Beistand holen, sich Energie holen. Wir sind ja sehr leidenschaftliche Musiker und auch sehr offensive. Wir gehen auf die Menschen zu und haben gedacht, das ist ein schönes Wortspiel, das machen wir. Damals gab es ja schon Google, als wir uns 2006 gegründet haben, und das Wortspiel Domstürmer hatte 0 Treffer, und dann wussten wir, das ist ein Treffer, das machen wir. Also begonnen oder richtig Fahrt aufgenommen hat eigentlich alles vor 25.000 Fußballfans vor der Lanxess Arena seiner Zeit. Ne? Naja, davor waren noch 120 Leute in der Straßenbahn. Du sprichst vom 29. Juni 2008. Da sensationell, war das, dass du es noch weißt. Ich weiß das deshalb, weil es das erste Mal war, dass wir ein Konzert in einer Straßenbahn gegeben haben und da unglaublich viel Organisation, organisatorische Dinge zu erledigen hatten. Und wir hatten erst ein Konzert mit zwei Stunden gespielt, danach das Publikum ausgetauscht, wieder 2 Stunden gespielt, wieder das Publikum getauscht. Und dann innerhalb von einer halben Stunde mussten wir rüber zur Arena, und dort warteten dann 25.000 Leute vor der Arena. Und dann haben wir dann dort gespielt. An dem Tag waren wir sehr reizüberflutet. Das war 2008, da waren wir aber auch dann schon ziemlich genau 2 Jahre unterwegs und waren mitten in so einem Findungsprozess, kann man sagen, ja. Und heute habt ihr eigentlich mehr Fans, als du bei Auftritten so persönlich am Tisch begrüßen kannst. Ja, das ist natürlich total schade, wenn du nicht jeden so begrüßen kannst, jeden so in den Arm nehmen kannst, wie du die Leute vielleicht auch kennst. Über 10 Jahre baut sich da natürlich total was auf. Und ich kann da immer nur um Verständnis bitten, dass das nicht immer so möglich ist. Trotzdem liebe ich das einfach sehr, was wir machen, und sind da auch sehr, sehr dankbar für. Und das geht ja auch nur miteinander, das muss man ganz klar sagen. Was natürlich nicht geht, ist, wenn Menschen besitzergreifend werden oder... Passiert ja. Ja, das passiert ja überall in unserer Gesellschaft. Das ist unabhängig davon, ob du Musiker bist. Neid und Missgunst sind ja nun mal auch eine der Seuchen dieser Welt. Und da muss man sich auch schon mal frei machen und auch mal sagen, so, Freunde, hier ist jetzt mal eine Grenze. Ansonsten kann ich nur sagen, wir Domstürmer haben schon ziemlich Glück mit unserer Domstürmer-Fanschar oder Familie, wie wir sie immer nennen. Kannst du ein Beispiel nennen für dieses übergriffig werden bei Fans? Ach ja, ich sage jetzt mal, vielleicht auf 1000 Leute kommen vielleicht 2, 3, die halt einfach nicht ganz so nett sind, die halt eher fordern oder sich vielleicht auch mit einem schmücken wollen, weil sie meinen, man steht vielleicht jetzt im Rampenlicht. Ein Foto machen. Ja, Foto machen ist völlig in Ordnung. Also, was ich nicht mag, ist, wenn ich vielleicht jetzt mit meiner Familie essen bin. Familie ist halt auch wirklich abgeschottet, wo ich sage, nee, da machen wir keine Fotos. Aber wenn du durch die Stadt gehst und jemand dich erkennt und sagt, ach, hallo, können wir ein Bild machen? Dann freut mich das natürlich, weil ist natürlich auch ein Zeichen von Anerkennung. Wenn das eine Situation ist, wie ich sie erlebt habe, dass ich in die Apotheke gehe und mir Medikamente hole, weil es mir nicht gut geht, und ich werde von hinten fotografiert und sehe das dann bei Facebook, dann kriege ich natürlich eine leichte Wutattacke. Das finde ich halt einfach respektlos. Das möchte ich nicht. Das ist ein Eingriff in die Privatsphäre, das macht man nicht. Und das hat auch nichts damit zu tun, ob man Musiker ist oder nicht. Das ist einfach ein gesellschaftliches Thema. Das möchte der Schlosser genauso wenig wie der Schreiner oder die Verkäuferin. Also deshalb nehme ich das für mich dann auch in Anspruch. Ne? Ich habe über dich gelesen, du stehst lieber in der Mitte als außen. Habe ich mir direkt aufgeschrieben, Rampensau, Fragezeichen. Ja, das sind die Wortspielereien auf unserer Homepage für unsere Biografie. Da haben wir da so nette, ja mal rein. Ne? Da haben wir diese netten Spielereien, genau. Und in der Mitte, das rührt natürlich daher, also A, stehe ich als Sänger ja in der Mitte der Band meistens, wenn ich nicht gerade durchs Publikum turne. Weil ich das da macht er auch gerne. Ja, ich habe es schon live gesehen, die Domstürmer. Da geht er ganz offensiv mal. Ja, das macht einfach Spaß. Ne? Ich habe ja auch eine leichte Sehschwäche, und wenn ich näher dran bin, sehe ich besser. Und
Ja, ich war früher Fußballtorwart und dann ist es eigentlich ganz gut, wenn du deine Mitte hast. Und einer meiner häufigsten Sprüche war, als wir das damals gemacht haben, auch, ich muss meine Mitte finden. Und jetzt mit Mitte 40 muss ich schon sagen, ich bin nicht nur in der Mitte des Lebens, sondern habe auch so meine eigene Mitte gefunden. Also da greift so vieles, vieles ineinander. Ne? Und ich mag es eigentlich gar nicht, mich so aufzudrängen, genieße es aber, wenn wir mit der Band natürlich Menschen erreichen. Also das ist auch etwas widersprüchlich. Ziehe mich da auch gerne mal zurück. Aber wenn wir auf der Bühne sind, dann natürlich, ja, Karacho ist auch klar. Und dann natürlich aus der Mitte heraus, ne? Jetzt Karacho, was soll ich spielen? Micky Nauber ist da der Sänger, der Domstürmer. Aber Karacho passt ja, wo wir jetzt hatten, Miteinander und Fans, solange wir noch da sind, solange wir uns nah sind, passt, hier jedet a fee ist jetzt los, würde ich vorschlagen. Hören wir mal, einen der beiden Sessionshits der Domstürmer in diesem Jahr. Micky Nauber ist bei mir, der Sänger der Domstürmer, hey jedet aff, einer der beiden Sessionshits in diesem Jahr. Das ist ja weit mehr als ein Karnevalshit, da geht's ja eigentlich schon so ein bisschen in Richtung großes Pop-Parkett, wie die Produktion sich anhört. Ist das eigentlich so? Treffe ich da den Punkt? Wollte es eigentlich irgendwann deutschlandweit reißen? Nee, also bei uns mit Domstürmer war es ja sogar so, dass wir eher überregional zuerst wahrgenommen wurden und über den überregionalen Weg dann wieder regional gelandet sind. Das hatten wir aber gar nicht geplant. Wir legen uns auch keine Quote, erlegen uns auch keine Quote auf, was wir machen müssen oder machen sollen. Wir machen einfach. Wir sind Menschen, wir sind Musiker und wenn ich morgen rückwärts singen möchte, dann würden wir das auch tun. Wir wollen einfach authentisch sein und ich finde auch jeder Song hat auch seine eigene Sprache. Ich glaube also auch, dass man nicht alles verdeutschen oder verkölschen kann. Also das erlebt man ja auch immer wieder. Und Pop-Parkett, so ist es ja nun auch mit der Musik. Wir haben viele verschiedene Einflüsse, die uns geprägt haben, die wir privat hören. Und die spiegelt sich natürlich auch in unserer Musik wieder. Ich glaube, die Domstürmer sind aber auch mit eine Band, die sich in den letzten Jahren vielleicht auch kontinuierlich ja, man könnte jetzt sagen, weiterentwickelt oder auch vielleicht verändert hat. Also wenn du eine neue Person in eine Band bekommst, dann hast du ja zwei Möglichkeiten. Entweder du machst das weiter, was du immer gemacht hast, oder du öffnest dich und lässt auch den Einfluss und den Spirit, die diese Person mit reinbringt, zu. Und das ist dann auch wiederum sehr inspirativ und so verändert sich das auch irgendwo. Und ich glaube überhaupt, dass viele kölsche Lieder, wenn die mit einem englischen Text versehen wären, ohne weiteres auch als englischsprachige Pop-Rock-Musik durchgehen würden oder Charts-Musik. Mhm. Also das sind ja doch alles sehr hochwertige Produktionen, mit denen wir das da zu tun haben. Ja. Und ich frage es deshalb, weil Querbeat oder Cat Ballou, ja, die ganze Republik-Touren bringst sowieso. Ja, das geht bei uns ja auch bis Holland und Österreich. Also wir haben, ja, das ist ja lustig, hatten wir ein kölsches Oktoberfest in Holland. Also da kommen ein paar Punkte zusammen, die sind interessant. Holland, Kölsch, Oktoberfest. Und dann waren 5000 Personen zelt. Und dann sind die textsicher und dann ist das ein Miteinander, das ist einfach großartig. Die singen Kölsch mit, ja, in den Niederlanden. In den Niederlanden singen Kölsch mit. Und man meint gar nicht, wie viele Menschen man mit der kölschen Musik erreicht. Und naja, vergleichen wir es doch einfach mal. Ich bin immer erstaunt, wenn wir hier in Deutschland darüber diskutieren, nehmen wir mal Fernsehsender, da müssen kölsche Musiker mit Untertiteln versehen werden. Leute, wie ist es denn, wenn Eros Ramazzotti kommt? Kommen da auch Untertitel? Nein, wir fühlen, wie die Musik ist. Die Menschen gehen auch zu den Konzerten. Beim Chanson. Ja, ganz genau. Und ich glaube, da machen wir es uns in Deutschland auch manchmal ein bisschen schwer, wenn es dann heißt, das ist Mundart, dass man da so mit Vorurteilen rangeht. Also überregional. Ne? Wir sind da ansonsten sehr, sehr tiefenentspannt. Man muss sich das ja mal so vorstellen, wenn wir mit Musikern reden, die überregional aktiv sind. Hatte ich letztens noch mit den Schürzenjägern gesprochen aus Österreich und die sagten dann auch, Mensch, wir reisen gerade wieder 3 Wochen. Wir sind im Prinzip jeden Abend zu Hause. Wir sind sowas wie Kunsthandwerker. Wir sehen unsere Familie. Ja. Das ist ja ganz, ganz faszinierend irgendwo und spielen trotzdem über 300 Shows im Jahr. Das ist schon eine Wahnsinnsmöglichkeit, die einem da gegeben wird. Was soll ich spielen? Ich lasse mich genau mal aussuchen, weil der Musiknachmittag im Domradio ist ja so ein
Also, nostalgisches Radio-Wunschkonzert, wie es das kaum noch gibt. Früher war das ja für mich großartig. Ich war immer einer von denen, die heimlich mit Kassette mitgeschnitten haben. Hm. Für die Hörer, das sind diese Dinger, wo man die Bleistifte reingesteckt hat. Wenn wir wieder Bandsalat hatten. Ein Wahnsinn, wenn meine kleine Schwester kam, du. Die streitet das heute alles ab. Ja, ich finde, das ist ganz schön passend, wo ich gerade so auf den Dom schaue. Weil Köln ist ja nun mal eine Stadt, die besungen wird wie, glaube ich, keine zweite in der Welt. Und hier geht es ja schon mal ordentlich rund. Ganz schön laut, ganz schön wild, ganz schön Köln könnte da passen. Spielen wir und sprechen gleich noch ein bisschen. Micky Nauber von den Domstürmern ist bei mir. Micky Nauber ist mein Gast, der Sänger der Domstürmer. Ja, wir sprechen Huhu. Schon so ein bisschen über die neuen Sessionshits und über das, was sonst noch wichtig ist. Das habe ich auch zum ersten Mal von einem kölschen Musiker gelesen. Trinkt gerne Milch. Ja, die Zeiten sind vorbei. Aha. Und zwar seit einem Jahr. Jetzt knapp. Dreivierteljahr. Ja. Unverträglichkeiten. Ja. Ich vermute es. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe mich selber belohnt. Ich habe immer sehr, sehr viel Milch getrunken, gerade nachts. Locker so ein Liter. Am liebsten 3,8%. Die hat mich ruhig gemacht. Was vielleicht für den einen oder anderen, der Rotwein ist oder auch mal ein Kölsch zum Feierabend, war bei mir dann irgendwann die Milch. Gerade wenn ich mich reizüberflutet gefühlt habe. Dann hat die mich runtergebracht und nach Auftritten, ja, und dann habe ich vor einem knappen Jahr den neuen Telefonanschluss gemacht. Und dann habe ich mich nachts um 3 belohnt, weil das endlich funktioniert hat mit diesem ganzen WLAN-Mist. Dann gab es 250 Gramm Pistazien und 1 Liter Milch. Leute, ich habe die ganze Nacht über der Schüssel gehangen, das war nicht lustig. Und ab da habe ich gesagt, ich trinke keine Milch mehr. Tatsächlich? Ja. Auf der Internetseite steht es noch. Nein, dann müssen wir das. Dann hier auch, kocht gerne, mag aber keinen Fisch. Das ist wohl wahr. Ich koche sehr gerne. Ich finde, Kochen ist was für die Sinne. Ich mag es ja, wenn man mit Leidenschaft an die Dinge geht. Und ich mag es zum Beispiel überhaupt nicht, wenn jemand sagt, ich muss kochen. Das ist so schön, dass man die Zeit hat zum Kochen, auch zum Einkaufen und sich was aussuchen darf. Dass wir aus diesem Füllhorn uns überhaupt bedienen dürfen und sagen, Mensch, komm, schau mal, und auch mit allen Sinnen irgendwo agieren. Ich nicke die ganze Zeit. Ja. Und leider ist mein Zeitmanagement da nicht ganz so optimal, da arbeite ich dran. Aber gemeinsam kochen, auch mit Freunden und Familie, das ist einfach was ganz Großartiges, klar. Und ab und zu zieht er auch mal den Stecker raus und spielt ganz leise Konzerte, zum Beispiel in der Liebfrauenkirche in Köln. Mensch, du bist aber auch wirklich gut informiert, das ist richtig. Wir Domstürmer sind auch manchmal Schmusestürmer, das ist richtig. Oder auch emotionale Stürmer. Und das Schöne ist natürlich, wenn du an einem Ort wie der Liebfrauenkirche spielst, dass das Publikum schon mit einer ganz anderen Grundhaltung reingeht. Das heißt, wir, also nicht, dass wir uns beschweren, dass das Publikum sonst vielleicht eher was lauter ist. Aber du kannst dadurch auch ganz, ganz leise Titel spielen, etwas nachdenklichere Titel. Wir haben beispielsweise ein Lied im Programm, das heißt, der Titel heißt At Letzte Mal. Und da geht es ganz einfach darum, diesen einen Anruf vielleicht doch noch zu tätigen. Und wir schieben Dinge oftmals vor uns her. Also das ist auch jetzt so, wenn wir beide miteinander quatschen, liebe Hörer, der Tommy und ich, wir haben einen ziemlich guten Draht miteinander. Und alles das, was hier nicht im Prinzip über den Sender geht, das sind Dinge, wo wir merken, Mensch, wie sehr wir miteinander verbunden sind. Und dann sagt man vielleicht auch, Mensch, wir müssen mal zusammen was machen. Musiker sagen das gerne. Komm, wir machen mal Musik. Ich rufe dich mal an. Und wieder sind 3 Monate vergangen. Und irgendwann nimmst du den Hörer, rufst an und es geht keiner mehr dran. Weil es einfach zu spät ist. Das Leben ist endlich. Auch diese Dinge besingen wir. Aber nicht, weil es so traurig ist. Natürlich ist es ein melancholischer Titel, aber dahinter steckt eigentlich das Lebensbejahende, dass wir es tun sollten, und zwar jetzt, mit vollem Bewusstsein und dass nicht alles selbstverständlich ist. Und wir haben das, und ich selber habe es am eigenen Leibe auch erfahren, dass ich gesagt habe, Mensch, ich komme am Samstag vorbei und freitags ist der Mensch verstorben. Und das schleppst du dann schon mit dir rum. Und wenn wir da irgendwo auch mit unseren Liedern so einen kleinen Beitrag leisten können, dass man sagt, ach komm, ich rufe doch nochmal an oder ich fahre jetzt doch vorbei, auch wenn ich vielleicht gerade das Gefühl habe, ach, ich bin ein bisschen erschöpft. Manchmal tut es einfach gut, dann auch zu sagen, ich habe es jetzt einfach gemacht. Ne? Er lächelt. Ja. Die Domstürmer haben ganz verschiedene Seiten. Eine dieser stillen oder vielleicht nachdenklichen Seiten. Naja, manchmal ist es vielleicht gar nicht so still. Du bist auch Leiter einer Musik Studio AG in einer integrativen Schule in Köln. Ja, ich habe eine Horde lustiger Menschen da um mich rum. Die Schülerinnen und Schüler haben sehr, sehr viel Spaß am Musikmachen. Nicht jeder spielt ein Instrument.
Wir haben Kinder mit Behinderung, Kinder ohne Behinderung. Das ist aber auch total egal. Was zählt, ist einfach die Leidenschaft und der Wille, etwas Schönes, Gemeinsames zu erreichen. Und wie alt sind die so? Die Jüngsten sind 11 und ich glaube, der älteste Teilnehmer müsste 16 sein. Und da geht es dann ganz einfach darum, dass ich gesagt habe, ach, wir machen mal nicht die klassische Schulband, die gibt es bereits an der Schule, sondern wir haben gesagt, Mensch, wir machen mal eine Musikstudio AG. Wie ist denn das heute eigentlich? Wie kann man ein Lied produzieren? Und bevor ich ein Lied aufnehme, was brauche ich denn eigentlich dazu? Zum Beispiel einen Text. Dann gibt es eben, hat man ja ganz oft gerade die Mädchen, die schreiben sehr gerne. Die schreiben schon mal Gedichte. Und aber was machen sie dann damit? Und da habe ich gesagt, Mensch, die können wir doch auch gucken, ob wir die vertont kriegen. Und jeder erzählt dann auch meinetwegen von persönlichen Erlebnissen. Hatten wir zuletzt auch das Thema schöne Erlebnisse, weniger schöne Erlebnisse, und die werden alle festgehalten und das verpacken wir dann zu einem Song. Und nehmen wir halt professionell auf. Bei euch im Studio? Nee, das machen wir an der Schule. Ja. Weil die Möglichkeiten heute gegeben sind. Das heißt, ich bringe meinen kleinen Laptop mit und ich habe von meinem Sohn, der ist 11, der ist total musikbegeistert, so ein kleines mobiles Aufnahmegerät, und damit schneiden wir das dann mit und davon machen wir dann am Ende die CD. Und was passiert mit dem Material? Ja, das ist natürlich erstmal für die AG, und das wird natürlich auch aufgeführt. Wir überlegen aktuell, ob wir das mit dem Schulchor dann in Kooperation mal machen. Mhm. Die Schüler, die ich da betreue, sind gar nicht so scharf darauf aufzutreten. Die sind eher, das gibt's ja auch, die Menschen, die im Hintergrund im Studio arbeiten. Mein Sohn beispielsweise ist total daran interessiert, die Kabelstrippen zu ziehen und die Mischpulte aufzubauen oder die Gitarre einzuspielen. Andere möchten lieber texten. Andere sagen, ich möchte lieber nur die Trompete spielen, aber nicht auftreten, aber auf der CD zu hören. Sein. Mhm. Und das ist im Prinzip ja wie im wahren Leben auch. Und wenn du dann aber wiederum das kombiniert kriegst mit dem ganzen Schulsystem, dass vielleicht die Band sagt, die spielt und der Chor, der singt, dann geht das ja auch im Prinzip AG-übergreifend. Ich bin gespannt, wo die Reise da hingeht. Für mich ist das ja auch Neuland und muss schon sagen, das macht einen Riesenspaß. Aber wenn ich so 1,5, 2 Stunden gemacht habe, bin ich kaputt, als wenn ich 12 Stunden mit meiner Band unterwegs war. Ich glaube, ich möchte kein Lehrer sein. Ich möchte es jedem Schüler immer recht machen. Und jeder soll seine Zeit haben und Gehör finden. Aber am Ende geht das nicht. Da muss auch mal einer sagen, so, hier ist jetzt mal Schicht. Und dann ist es ganz gut, dass der ein oder andere Betreuer auch schon mal dabei ist. Ne? Jetzt ist bei uns auch Schicht, aber wir hören noch ein nachdenkliches Lied, der Domstürmer, das letzte Mal. Lieber Micky, vielen Dank fürs Interview. Lieber Tommy, ich danke. Und eine gigantische Session, zumindest was noch für eine übrig ist, wünsche ich. Und Allah. Allah an alle Hörerinnen und Hörer, macht euer Ding. Tschüss. Danke.